So, hallo und willkommen zurück zu Empyrion. Ja, letzte Folge haben wir uns angeschaut, wie so eine Basis gebaut werden kann, wie man damit am besten anfängt. Und hier seht ihr das Ergebnis. Ist ein schwarzer Klotz geworden, aber ja, es wird langsam. Es wird eine Basis. Wir können mal kurz schauen, was ich gemacht habe. Also hier so ein Eingangsbereich mit ein bisschen Glasfenstern. Dann haben wir hier drin erstmal einen großen Raum. So, zwei Blöcke hoch, das seht ihr. Habe ich ein bisschen hier mit Metalloptik. Wände auch Metalloptik. Gefällt mir noch nicht wirklich. Muss ich mal schauen, was man da noch ändern kann. Und Fußboden habe ich jetzt hier in Holzlaminat. Sowas gefällt mir ein bisschen. Nicht bloß alles so grau, Metall und Beton. Nee, ein bisschen Holz, ein bisschen Grünes muss her. Das wird schon noch. So. Aber wir brauchen auch jede Menge Module. Und als erstes brauchen wir Strom. Und da habe ich gedacht, bauen wir hier oben erstmal so einen kleinen Raum, wo wir unseren Stromgenerator und den Kraftstofftank setzen. So, da war ich jetzt hier stehen geblieben, habe ich mir mal so Klotz hingesetzt, wo wir uns draufstellen zum Bauen. Und jetzt fehlt hier noch ein Fenster. So, da haben wir schon. Fenster rein. Ja, hier habe ich zwei Wände gesetzt. Und der Rest sind alles Würfel. So. Fenster fertig. Nehmen wir das wieder weg. So, sehen wir hier. Schön, haben wir zwei Fenster. Können wir rausgucken. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Wir brauchen hier noch eine Wand. Jetzt will ich aber mal eben schauen. Hier soll ja der Generator rein. Was muss noch hier rein? Treibstofftank kommt rein. O2-Tank können wir reinpacken. Generator klein packen wir rein. Anzugstation kommt runter. Nahrungsmittelprozessor kommt runter. Klonkammer kommt runter. Genau. So. Generator klein. Wir gucken mal eben, wie groß der überhaupt ist. Ja, also der passt hier dicke rein. Hätten wir vielleicht gar nicht so hoch bauen müssen. Na egal. Generator, so. Das heißt, ich werde hier den so in der Ecke bauen. Dann reicht es eigentlich, wenn wir hier vorne eine Wand hinsetzen. Da brauchen wir eigentlich keinen Würfel setzen. Da machen wir hier eine Wand hin. Da können wir zwar dann nichts in nichts hinsetzen, aber der Raum ist dann größer halt. Wer wisst, was ich meine. Ah. Gut, das passiert schon ab und zu mal. Dass man das nicht immer setzen, so wie es sein muss, aber das ist kein Problem. Wir haben ja hier den. Ja, demontieren. Das heißt, den Block bekommen wir natürlich zurück. So, jetzt bekommen wir den natürlich hier oben drauf. Will der wieder nicht. Das heißt, wir setzen mal kurz hier so einen Betonblock her, wo wir drauf hopsen können. Sehr schön. So, wieder weg. Und dann haben wir noch eine Tür mit. Die setzen wir auch rein. Wo ist sie denn? Hier. Gut. Ja. Genau. Hier vorne machen wir auch nochmal zu. Müssen wir mal schauen, was wir hier vielleicht bauen oder. Keine Ahnung. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Macht man ein Dach drauf. Erstmal.
So, dafür habe ich jetzt Stahlblöcke mit. Da haben wir dann natürlich auch wieder ganz andere Strukturierung, die wir verwenden können. Aber zuerst machen wir mal wieder die Wandoptik. Oder was hätten wir denn noch? Zylinder, Zaun? Nee. Wir machen Wand. Na, snippt mir jedes Mal nach unten. Wo ist es hin? Ah, jetzt will es wieder nicht hoch. Okay. Passt auf. Kein Problem. Fliegen wir aufs Dach. Dann funktioniert das sicherlich auch. Nee. Wir können jetzt den Block auch nicht drehen, weil ich baue die ja nach unten. Und das muss irgendwie so gehen. Kommen wir wieder hier mit dem kleinen Trick. Achso, wir können ja hier ihn zersetzen. So, kommen wir hier hoch. Scheiße. Oh, sorry. Das muss noch einmal da oben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, worum es nicht geht. Ich habe da oben Wände gesetzt. Und wenn da eine Wand ist, dann ist ja der Bauplatz schon ausgefüllt. Der Block sozusagen. Da müssen wir jetzt nämlich so eine Ecke nehmen. Hier genau, diese hier. Und dann müssen wir die jetzt so drehen, dass die Wand und Dach schließt. Boah. Level 4 erreicht, sehr schön. Na komm. Letzte Ecke, das schaffen wir noch. Na, das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, also ihr wisst schon, was ich meine. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Jetzt haben wir hier oben Stahl, hier unten Beton. Aber da gucken wir einfach mal. Strukturierung. Haben wir hier diesen gelben Effekt, wenn wir sagen, hier, das ist ja sowieso alles ein bisschen gefährlich. So, tun wir das hier mal ein bisschen kennzeichnen. Und dann werden wir jetzt mal den Generator aktivieren. Das heißt, den müssen wir erstmal hersetzen. So, schön hier an der Ecke kommt der. Oder? Der Ecke? Nö. Ich tue ihn doch. Ich tue ihn ein bisschen vermitteln. So. Dann haben wir jetzt noch den Treibstofftank. Dann machen wir noch den Sauerstofftank. Den tun wir hier drüben hinstellen. Oder?
Ja, hier. Ihr seht schon, hier geht das nicht hin, aber hier wäre das ganz gut. O2-Tank. So, was habe ich noch mit Anzugstation? Das soll alles runter. Ja, würde ich sagen, den können wir befüllen. Generator. Drohnen sind auf dem Weg, meine Basis anzugreifen. Ich habe aber keine Geschütztürme. Also ich habe davon schon mal gehört, dass hier Drohnen kommen, aber ich habe bisher noch keinen Besuch gehabt. Ja, was denn hier? Hier gab es da irgendwo mal ein Geschütz. Wo sind das hin? Waffen. Das hier. Ach herrje. Gut, das baut. Wir müssen schnell hier Strom in Gang setzen. Moment, da brauchen wir gar nicht bis hochlaufen. Wir brauchen ja bloß ein bisschen hier auf der Basis zu stehen. Dann sagt man hier, Kraftstoff verwalten. So, da packen wir mal ein bisschen Kraftstoff rein hier. Und dann machen wir. So, Strom an. Sehr schön. Strom ist an. Sollte eigentlich jetzt die Tür. Genau. Auf und zu gehen. Jetzt holen wir mal noch unsere Kanone ab. So, Drohnen. Ah, hier, perfekt. Wo sind jetzt ungefähr die Mitte? So. Alles klar. Jetzt haben wir Hunger. Jetzt kommt alles mit einmal. So, und Geschütz. So, ja, Notfallpackung. Ich glaube, wir können auch von hier auf die Abwehr zugreifen. Lebenspunkte, also von der Basis. 18 Kilowatt. Null wird wo verwendet. Ah, Munition. Wir haben keine Munition. Wir haben keine Munition. Was braucht man denn überhaupt? Das ist Kanonengeschütz. Oh, 50 Schuss pro Durchlauf. Na Moment, so viel braucht man da nicht. Okay, also wir spielen ja auf Schwierigkeitsstufe leicht. Dann sollen die Drohnen jetzt aber auch nicht wirklich schwer sein. So, Munition verwalten. Nein, ich weiß, was fehlt. Die Munitionskammer. Und ich glaube, dass wir die noch nicht gelernt haben. Oh Mann. Ist das wieder eine Vorbereitung? Jetzt auch die Frage, welche Basis wird denn angegriffen?
mach das jetzt mal anders. Ich weiß jetzt, in der alten Basis ist eine Munitionskammer drin. Da bauen wir hier noch eine Kanone aufs Dach. So, in der Zeit schauen wir mal, ob wir das skillen müssen. Munitionskammer. Werkzeuge, Waffen. Nee, unter Waffen diverses. Frachtbox. Ja, Munitionskiste, groß. Level 4. Gut, dass wir gerade Level 4 geworden sind. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt hier? Nee. Oder? Wurde jetzt mit unserem MG abgeschossen? Angriffsdrohne. Hoffentlich sind da keine Aliens drin. Also ein bisschen mulmig ist mir zumute. Pistolenpatronen haben sie mit. Ich geh mal weg. Okay, also das schwere Geschütz hätten wir jetzt gar nicht gebraucht, aber jetzt haben wir's. Gut. Alles klar. Also Werkzeug. Box, die können wir jetzt bauen. Die habe ich gerade geskillt. Werde ich jetzt auch da drüben noch reinsetzen. Dann werden wir da Munition reinlegen. Und dann sollte ja unsere Waffe oben auf dem Dach aktiv sein. Und dann sollte sich das eigentlich mit den Drohnen von allein klären. Ja, da würde ich mal sagen, war schon wieder ein bisschen Aufregung. Und da machen wir mal Schluss. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin.